Buch lesen, wir brauchen eine neue Ostpolitik. Ein Brückenbauer war seinerzeit in der Nachkriegszeit auch Friedrich Wolff gewesen, als erster DDR-Botschafter in Polen, als Autor und als Kulturpolitiker. Und beide, Matthias Plötzig und Friedrich Wolff, haben ein sehr enges Verhältnis zu Russland, ein Verhältnis, das von Sympathie geprägt ist, das aber trotz Sympathie keine kritischen Töne verdrängt. Denn in diesem Verhältnis gibt es ja auch ein Auf und Ab. Immer wieder gibt es Konflikte, es gibt Phasen, wo man sich sehr gut verstanden hat. Und das alles sollte berücksichtigt werden. Herr Plötzig wird heute am Anfang aus seinem Buch lesen und auch erzählen, wie mir Ihr Assistent erzählt hat, dass Sie ihm sozusagen auch über Erlebnisse gerne erzählen werden. Dann, Corona ist es geschuldet, machen wir eine kurze Lüftungspause. Und danach gibt es ein Gespräch zwischen Herrn Plötzig und Hans-Dieter Schütt. Hans-Dieter Schütt ist Ihnen ja sicher bekannt als Feuilletonist und als Buchautor. Und natürlich kommen dann im Gespräch später auch Sie zu Wort, das Publikum mit Kritik und Zustimmung, mit Frage und Gegenfrage. Ich wünsche uns allen einen anregenden Abend. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es braucht niemand erschrecken, ich werde nicht lesen. Ich werde die erste Zeit dazu nutzen, also lesen ist, wenn man nicht gerade Ben Becker ist oder so, eher für mich langweilig, sondern ich werde versuchen, Ihnen zu erzählen, was mich bewegt hat, warum es das Buch gibt, was ich damit versuche, ein Stückchen in die Richtung, in die ich versuche zu bewegen. Also eher so das Umfeld, den wesentlichen Inhalt und alles, was mich ansonsten umtreibt. Außerdem verändert sich die Zeit, das Ding ist auch schon ein Jahr her. Und da hat sich ja manches getan. Und dann machen wir den zweiten Teil, wie eben annonciert, bin ich dann völlig in Ihrer Hand. Dass wir uns in sehr bewegten Zeiten treffen, und damit meine ich jetzt nicht die Folgen der Bundestagswahl, sondern eher außenpolitisch gesehen, ist, glaube ich, niemandem ein Geheimnis. Und dazu braucht es auch nicht wirklich die Ereignisse in Afghanistan, obwohl die so ein deutliches Schlaglicht, da komme ich nachher noch drauf, auch darauf werfen, was wir, sage ich jetzt mal, die westliche Welt seit vielen Jahren denken, dem Rest der Welt liefern zu müssen und dabei dann doch meistens, vorsichtig formuliert, nicht sehr erfolgreich sind. Ich denke, dass das, was in Afghanistan in den 20 Jahren passiert ist, noch lange Schatten werfen wird und das wird uns noch lange verfolgen. Und die Folgen werden erst jetzt so ganz langsam deutlich, die weit über das Land Afghanistan hinausgehen. Also wir treffen uns in Zeiten, wo die Welt, vorsichtig formuliert, äußerst unsortiert ist. Neulich hat mal ein alter Außenpolitiker gesagt, Mann, war der Kalte Krieg schön. Da gab es die Guten und die Bösen, alles war überschaubar, alles war klar. Heute ist es so unüberschaubar, man weiß gar nicht mehr richtig, wo Gut und Böse zu Hause ist. Und das erhöht auch keine Frage des Gefahrenpotenzials. Mich beschäftigt auch, dass wir schon fast ergeben, hinnehmen, dass die UN-Flüchtlingsorganisation jedes Jahr neue Zahlen veröffentlicht und jede eine Zahl ist katastrophaler als die nächste, die sich damit beschäftigt, wie viele Menschen inzwischen auf der Flucht sind auf dieser Welt. Es waren vor einigen Jahren noch 40 Millionen, sind es jetzt schon über 80 Millionen Menschen, also die ihre Heimat aus den unterschiedlichsten Gründen, aber immer, weil sie da nicht mehr leben können oder wollen, verlassen. Und wir dürfen uns, glaube ich, bei diesen Zahlen überhaupt nicht zurücklehnen, weil ungefähr 2/3 bis 3/4 dieser Menschen haben als Ziel Europa. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir halten sie noch fern mit allen möglichen Mitteln, mit Abkommen, mit so einem Autokraten wie Erdogan und so, aber sie sind unterwegs. Und ich glaube, das, was in Zukunft passieren wird durch den Klimawandel, mal jenseits von politischen Unruhen, wird noch weiter dazu führen, dass das zunimmt. Und parallel dazu, also wenn man in solchen, ich würde das inzwischen schon als Ausnahmesituation bezeichnen, überlegen Sie mal, da merkt man auch, was wir für Gewohnheitstiere sind, was zu Recht seinerzeit, als das Foto vor 4, 5 Jahren durch die Zeitung ging von dem kleinen Flüchtlingsjungen, der am Strand
Tod lag, da war ein Riesenaufschrei überall. Das darf doch nicht passieren. Jetzt nehmen wir so Zahlen hin, 2000 Tote im Mittelmeer in diesem Jahr und sagen, ja gut, so ist es dann eben, wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Also wir bewegen uns da in eine Gefühlslage hinein, die ich für eigentlich nur noch schwer hinnehmbar halte. Und parallel dazu wird aber der Ton, den wir in der Gesellschaft miteinander pflegen, kann man übrigens bis ins Kleine runterbrechen. Also überlegen Sie mal, welche Debatten Sie über Corona in der letzten Zeit mit Freunden und Verwandten hatten. Der Ton wird rauer. Wir nehmen uns immer weniger Zeit zu reflektieren. Wir akzeptieren immer weniger, dass der andere auch Recht haben kann. Medientempo spielt eine Rolle, keine Frage. Ich beneide niemanden, der heute in der Politik ist. Der muss die Antwort ja schon haben, bevor die Frage gestellt ist. Früher konnte man wenigstens noch nachdenken, bis die nächste Zeitung am nächsten Tag erschien. Heute muss man praktisch in derselben Sekunde eine möglichst sinnvolle Antwort geben, sonst heißt, der drückt sich. Also eigentlich sind die Zeiten so, dass wir mehr dazu neigen sollten, zum Abwägen, zum Nachdenken, dazu mal eine andere Meinung auch genau sich anzuhören. Ganz im Gegenteil, alles wird hektischer, manches wird auch hysterisch. Und eins steht, glaube ich, fest, alles das trägt nicht zur Qualitätserhöhung von Entscheidungen bei. Und das spüren wir ja in Teilen auch. Also die Welt driftet auseinander. Der Wolfgang Ischinger, der wahrscheinlich vielen von Ihnen zumindest vom Namen her im Begriff ist, der langjährige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat neulich formuliert, dass die Situation heute explosiver ist, als sie jemals im Kalten Krieg gewesen ist. Wir haben das gar nicht bisher so wahrgenommen. Er meint damit auch, sie ist gefährlicher. Das, was heute um uns herum vorgeht, ich hatte es vorhin gesagt, ist nicht mehr so überschaubar, ist dadurch auch nicht mehr so regelbar und die Situation ist halt explosiver. Fjodor Lukjanow, der vielleicht bester, ich finde zumindest am besten russische Politikwissenschaftler, hat vor einer Weile gesagt, wir befinden uns am Ende einer Epoche. Er sagt, das liberale Zeitalter endet. Zeitalter haben immer mal ihre Zeit gehabt und Epochen sind immer mal zu Ende gegangen, aber er sagt, das Spezielle ist, wir haben diesmal nicht die geringste Vorstellung, wie die nächste Epoche der Weltgeschichte eigentlich aussehen wird. Wir haben keinerlei Ahnung, wie sie organisiert sein wird, wo die Pole sind und wo praktisch auch Gut und Böse verortet ist. Alles das liegt im Dunkeln. Und Harald Kujat, der langjährige Generalinspekteur der Bundeswehr, hat auf derselben Veranstaltung, wo Lukjanow das gesagt hat, hinzugefügt, das war eine militärstrategische Analyse, die er da abgegeben hat, dass ihm deucht, dass wir in einer Situation sind, wie wir schon mal 1912, 1913 waren. Er meint, wir schlafwandeln in den nächsten Großkonflikt rein und merken das gar nicht. Er hat das sehr ausführlich begründet, das kann ich jetzt hier nicht, aber wenn man es etwas abstrahiert, heißt das, seinerzeit sind verschiedene Konflikte nicht zusammengedacht worden. Und dann hat es praktisch nur eines Anlasses bedurft, das war damals das Attentat auf den Erzherzog in Sarajevo und plötzlich brach der Erste Weltkrieg aus, die Urkatastrophe des vergangenen Jahrhunderts und alle traten einen Schritt zurück und sagten, das wollten wir ja gar nicht. Aber er war da und hat Millionen Tote gekostet und Kujat sagt, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht aufmerksam sind, wenn wir Konflikte nicht wirklich so analysieren, wie sie analysiert werden müssen, dann kann uns dasselbe passieren. Und ich sage das alles vor dem Hintergrund, weil wir haben ja jetzt ja gerade so Jubiläumsjahre hinter uns, 30 Jahre Friedliche Revolution, 30 Jahre Deutsche Einheit, 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs in Europa. Und ich durfte in diesen letzten zwei Jahren Vorsitzender der Einheitskommission, die die Bundesregierung eingesetzt hatte, die war eingesetzt worden, weil man mit dem Stand der Deutschen Einheit nicht zufrieden war. Ja. Da gibt es ja auch etliche, wo man nicht zufrieden war. Und Sie wissen ja, kennen ja die alte Regel, wenn ich nicht mehr weiter weiß, will ich einen Arbeitskreis, also hat man eine Kommission eingesetzt. Aber, und deshalb erzähle ich das, in dieser Kommission haben wir natürlich auch ein Stück, wenn die schon 30 Jahre Deutsche Einheit heißt, ein Stück zurückgeschaut. Und ich habe mich da erinnert, wie viel Hoffnung damals in der Luft lag. Wenn Sie an 90, 91 denken, wo die Charta von Paris Ende 1990 beschlossen wurde, da stehen Sätze drin, die glaubt man heute nicht mehr, aber unterschrieben wurde sie von allen wichtigen Staatschefs, vom amerikanischen bis zum russischen Präsidenten und allen, die irgendwas zu sagen hatten. Da wurden solche wunderbaren Begriffe in Druckerschwärze gegossen, wie das gemeinsame Haus Europa, was ja Michael Gorbatschow immer
gebraucht hatte, übrigens nach wie vor finde ich ein eigentlich wunderschöner und anstrebenswerter Begriff. Andere Wortverbindung war, das Ende der Geschichte ist erreicht oder wir werden nie wieder Konflikte und Interessengegensätze mit Gewalt austragen. Es wird nur noch friedlich künftig gehen. Das ist da alles niedergeschrieben und unterschrieben worden. Ich neige nicht zur Resignation, aber wenn ich manchmal so einen resignativen Tag habe, nehme ich mir das vor und lese es durch, wie andere Märchenbuch abends mal lesen und sage, Mensch, so schön war es mal. Und da kann man es gerade mal 30 Jahre her. Ich glaube, selten war die Hoffnung größer. Andererseits ist sie selten auch deutlicher und schneller enttäuscht worden. Das war so ein Manifest der Hoffnung auf die friedliche Zukunft. Aber davon ist, denken Sie nur an die Jugoslawienkriege, wenige Monate nach dieser Charta von Paris, davon hat sich wenig verwirklichen lassen. Die Welt hat sich wirklich gravierend verändert, das steht da auch drin in der Charta. Sie hat sich nur in eine andere Richtung verändert, als wir seinerzeit unterstellt und gedacht haben. Und für mich oder im Zusammenhang mit Russland ist das, glaube ich, auch nicht unwichtig, weil unser Verhältnis zu Russland, das Verhältnis der Europäischen Union, aber auch das Verhältnis Deutschlands zu Russland, können wir nicht besprechen, ohne diese sich verändernden Verhältnisse auf der Welt mit im Auge zu haben, weil wir leben nicht im luftleeren Raum, auch diese Beziehungen leben nicht im luftleeren Raum und deshalb habe ich das eben auch nochmal geschildert, weil wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen. Auch wenn uns vieles an Russland nicht gefällt, müssen wir sehen, was uns überhaupt auf dieser Welt noch gefällt und das Leben spielt sich in Relationen ab und in diesen Relationen muss man dann auch das betrachten, was wir heute Abend zu besprechen haben. Gestatten Sie mir ein paar Anmerkungen quasi in eigener Sache, damit Sie wissen, warum ich, also es ist ja nicht gerade, sich mit Russland zu beschäftigen, nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, muss ich auch mal dazu sagen. Und Sie haben ja bestimmt diesen wunderschönen Begriff, der aber völlig pervertiert ist, mittlerweile vom Russlandversteher gehört. Wer einen als solchen bezeichnet, meint das selten nett. Und das ist das Verrückte daran, weil das Wort Verstehen ist ein wunderschönes deutsches Wort. Hat einen wunderbaren Klang, hat einen wunderbaren Inhalt. Und Verstehen heißt ja nicht akzeptieren, genauso machen wollen oder völlig einverstanden sein. Verstehen ist nicht mehr und nicht weniger als den Versuch zu unternehmen, warum ist der andere so, warum macht er das, was treibt ihn. Und ich finde, dass dieses Wort inzwischen zum Schimpfwort geworden ist, ist schon an sich eine Verrücktheit und zeigt auch ein bisschen die Hysterie, in der wir in diesen Fragen angekommen sind. Die Punkte, die ich kurz zum Kontext sagen wollte, man kann sich ja manches im Leben nicht aussuchen. Ich bin in Potsdam an der Kliniker Brücke, 53 zur Welt gekommen und dort groß geworden. Die Kliniker Brücke, manche werden sie kennen, ist in Potsdam die Brücke, die West-Berlin und Potsdam, also damals natürlich eine Grenzbrücke bis 1989. Der weiße Strich ist heute auf der Mitte noch zu sehen, wenn man genau hinguckt. Und es war ein alliierter Grenzübergang. Auf der West-Berliner Seite standen amerikanische Soldaten, auf der Potsdamer Seite war alles voll mit russischen Soldaten. Die haben da auch gewohnt, also die Offiziere, Zivilangestellten. Und wir haben durch einen historischen Zufall mittendrin gewohnt. Also wenn sie zum Friseur gingen, war vorhin ein Russe dran, nach ihnen Russe dran. Neben uns war die Kommandantur, dahinter war, was übrigens eine schöne Einrichtung war, manche werden das ja noch erinnern, war das russische Magazin. War insbesondere, wenn man Heranwachsender war und wer jemals Potsdamer Bier trinken musste, konnte schätzen, dass es auch tschechisches Bier gab. Das war schon was Besonderes. Also ich bin praktisch unter Russen groß geworden und das der Wolf würde sagen, das bringt dann Kindheitsmuster, die nicht so schnell wieder vergehen. Ich hatte dann auch im Fortgang des Lebens Glück mit einer Lehrerin. Also wenn hier Lehrer sind, mit Lehrern hat man immer Glück, aber ich hatte noch mehr Glück mit einer Lehrerin. Die Russischlehrerin hat es verstanden, uns Heranwachsenden russische Kultur zu vermitteln, also alles, was Musik, Malerei, auch russische Filme, das war ja damals eigentlich die schlimmste Strafe, in russischen Filme gehen zu müssen, die meistens 3 Stunden gehen. Mit viel Gesang. Und ich habe die lieben gelernt, so Filme wie Kalina Krasnaya und Leuchte, mein Stern, Leuchte, gehören heute noch zu den Filmen, die ich nie vergessen habe und die mich immer begleitet haben. Und das Verrückte ist, selbst als wir dann Westen waren, hat diese Russenbeziehung, ich war dann in der Sowjetunion im Praktikum und alles sowas, hat die nie aufgehört, weil es hat sich dann, haben sich dann so Dinge rausgeschält, wir kennen ja alle Gremiensitzungen, also was weiß ich, Parteivorstand, Ministerpräsidentenkonferenz oder sowas, da gibt es immer einen letzten Tagesordnungspunkt, der heißt Termine. Und da hat sich dann so gezeigt, wenn dann eine Konferenz in Paris aufgerufen wurde, dann meldeten sich ganz viele und wollten da hin oder ein Symposium in Madrid, da war auch viel Beteiligung da. Und wenn dann aber irgendwas in Moskau oder gar Novosibirsk war, dann
haben sie mal alle zu mir geguckt und gesagt, dann fahren wir da hin. Und so bin ich dann ohne eigenes Zutun Vorsitzender der deutsch-russischen Freundschaftsgruppe Bundesrat Föderationsrat geworden. Es ist übrigens kein Zufall, da sieht man auch noch, was sich so an Sozialisationen fortschreibt, auch in unserem gemeinsamen Deutschland. Das nach mir ist dann Stanislaw Tillich geworden, der Dresdner Ministerpräsident, und jetzt ist es Manuela Schwesig. Also da sieht man schon, dass es da immer noch besondere Verbindungen gibt. Da bewirbt sich nicht direkt ein rheinland-pfälzischer Ministerpräsident, um das zu machen. Gut, so ist es. Zweiter Punkt, den Sie vielleicht noch wissen sollten. Es gab zwei Männer, die mich sehr beeindruckt und auch beeinflusst haben in meinem ganzen Tun und in meinem Werden. Das sind Manfred Stolpe und Egon Bahr gewesen. Beide ja leider mittlerweile verstorben. Manfred Stolpe hat, für den waren die Beziehungen zu Russland immer ein ganz, ganz wichtiger Inhalt auch seiner Arbeit über viele, viele Jahre, auch im Petersburger Dialog oder im Deutsch-Russischen Forum. Und als ich abgedankt habe als Ministerpräsident, hat Manfred Stolpe, der hat ja nie was anbrennen lassen, immer um die Ecke gedacht, noch an dem Abend angerufen. Weil später hat er mir gesagt, er hat immer gedacht, dann rufen vielleicht andere an. Da wäre ich der Erste sein und gesagt, ehe du irgendwas anderes machst, wir brauchen dringend einen neuen Vorsitzenden für das Deutsch-Russische Forum. Und das musst du machen. Und da ich Manfred Stolpe nie irgendwas ablehnen konnte, bin ich seitdem der Vorsitzende. Und Egon Bahr, mit dem konnte ich in seinen letzten zehn Lebensjahren viel Zeit verbringen. Wir haben auch seine letzte Russlandreise zu Michail Gorbatschow gemeinsam gemacht. Übrigens eine Reise, die ich auch nicht vergessen werde. Die beiden großen alten Männer, Bahr war ja damals schon weit über 90, 2015 war das, und Michail Gorbatschow war auch schon sehr krank, haben im Hotel Baltschuk nochmal jeder eine Grundsatzrede gehalten. Und das war etwas, wo man nur dankbar sein kann, dass man dabei sein konnte. Im Saal herrschte übrigens stundenlang absolute Stille, weil alle haben gemerkt, hier sprechen Menschen, die ein Jahrhundert Erfahrung im Leib haben, kluge Menschen sind und uns wirklich was zu sagen haben. Und Egon Bahr, der war ja immer gerne mit flapsig, hat dann auch gesagt, hört genau hin, es könnte meine letzte Rede sein, man weiß es nicht in dem Alter. Und sie haben sich beide dem Thema gewidmet, was auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, zu Unrecht, nämlich Sicherung des Friedens auf unserem Kontinent. Viel zu wenig wird darüber nachgedacht, viel zu wenig wird dafür wirklich gemacht. Wir leben, gerade die etwas jüngere Generation, denkt, der Frieden ist sowieso da. Und da haben beide gesagt, der ist eben nicht sowieso da. Wenn wir nichts dafür tun, wird er irgendwann verloren gehen. Und das kann, wie Egon Bahr sagt, das kann schneller gehen, als wir uns das wünschen. Und Bahr hat mir so drei Lehrsätze, ich halte den ja für den begnadetsten Ostpolitiker, den Deutschland jemals hatte, drei Lehrsätze mitgegeben. Der erste Satz lautete, den hat die Kanzlerin übrigens sogar vor einer Weile wiederholt, es wird auf diesem Kontinent keinen Frieden ohne oder gegen Russland geben. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Der zweite klingt lapidarer, ist es aber überhaupt nicht. Da war nämlich gesagt, Russland liegt als unser großer Nachbar unverrückbar auf unserem Kontinent. Da drin ist ein ganzer Auftrag in dem Satz, weil das heißt, wir können es uns gar nicht aussuchen, wie das mit Nachbarn ja oft so ist. Sondern wir müssen mit ihnen irgendeinen Agreement finden. Wir müssen irgendeinen vernünftigen Umgang finden, weil sie sind da und sie liegen hier neben uns. Und der dritte Satz hatte nicht direkt, aber indirekt was mit Russland zu tun. Den hat er 2012 in Heidelberg, ich weiß nicht mehr genau, ob es Abiturienten oder junge Politologiestudenten waren, gesagt, indem er ihnen gesagt hat, naja, ich sage euch jetzt schon mal, wenn es in Vorträgen, die ihr hören werdet, in Thesen, die ihr beigebracht kriegt, wenn es zu schwülstig wird, wenn es darum geht, dass es ja in der Politik nur um Werte, nur um Freiheit, nur um Selbstbestimmung geht, werdet vorsichtig. Es gibt eigentlich nur drei Triebfedern für die Politik, wenn man es real betrachtet. Die drei Triebfedern sind Interessen, Interessen und nochmals Interessen. Und das müsst ihr immer bedenken. Und wenn ihr das im Kopf habt, dann liegt ihr selten falsch. Und danach müsst ihr, und er hat ja daraus sehr viel Erfahrung geredet, so müsst ihr auch Vorgänge analysieren und das müsst ihr euch genau angucken. Ein letzter Punkt vielleicht zu mir, Sie werden das heute Abend eventuell auch feststellen, und auf jeden Fall wurde es schon nicht nur einmal festgestellt und das auch zu Recht. Ich habe gesagt, wenn ich über Russland rede oder diskutiere, ist das meistens ein Tick zu freundlich gegenüber Russland, zu Russland nah, zu sehr aus russischer Perspektive und was so alles an Vorwürfen da ist. Ja, das stimmt. Und das mache ich nicht, weil ich nicht
relativ genau weiß, ganz genau, wer weiß schon was ganz genau, aber relativ genau weiß, was einem an Russland eigentlich nicht gefallen kann, gerade an russischer Politik. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und Russland ist eine Autokratie. Das steht für mich außer Frage. Ich würde nie den Gerhard Schröder-Spruch wiederholen, dass das irgendwie eine lupenreine Demokratie ist. Das ist es nicht, überhaupt nicht. Aber ich finde, aus den Gründen, die ich eben schon genannt habe, anhand der Barsätze, ich finde, dass in einer offenen Gesellschaft, in der wir leben, wenn man sich da eine Meinung bilden will, dann hat man ein Anrecht, nämlich möglichst viel, am besten fast alles zu wissen. Dazu muss man es aber auch erfahren. Wenn man was Russland-Kritisches erfahren will, wenn man wissen will, was Russen falsch machen, was dort schief läuft, dann hat man hier keine Marktlücke in der Information. Man kann jede beliebige Nachrichtensendung zu jedem Zeitpunkt anschalten, man kann jede Tageszeitung aufschlagen, man kann sonstige Medien benutzen. Kritisch wird man überinformiert über Russland. Selbst da, wo es vielleicht mal nicht so kritisch eigentlich ist, wird es trotzdem kritisch dargestellt. Da gibt es also keine Marktlücke. Wenn Sie aber erfahren wollen, warum sind die eigentlich so? Kommen die böse zur Welt oder hat das andere Gründe? Was treibt die? Warum treiben sie sowas? Warum sehen sie die Welt meistens diametral zu unserer Welt? Warum wird die Entfernung größer und nicht kleiner? Da müssen sie sich schon ganz schön bemühen, dazu auch was zu erfahren. Wir hatten neulich in Nordrhein-Westfalen bei so einer Veranstaltung wie heute einen Redakteur durchaus selbstironisch gesagt, du hast nicht recht, du gehst nur zu früh ins Bett. Wenn du bis um 12 aufbleibst, dann siehst du bei uns auch manchmal Dinge, die dich interessieren. Der wusste genau, worum es geht, der hat auch gewusst. Es gibt da eben schon sowas in der Russland-Berichterstattung wie ein Hauptstrom und da schließen sich ganz viele an. Das hat übrigens sogar marktwirtschaftliche Gründe. Wir erleben ja in Moskau und anderswo immer weniger echte Auslandskorrespondenten. Also solche Zeiten wie von Gerhard Ruge und so sind ja Fritz Pleitgen sind lange vorbei. Sondern da gibt es vielleicht einen und davon schreiben dann alle ab, weil sie können sich gar nicht mehr groß leisten. Das verbessert natürlich die Qualität der Berichterstattung nicht. Und was da so passiert in der Medienwelt, kann ich Ihnen vielleicht an einem Beispiel sagen, das habe ich neulich in Köln erlebt. Da war eine sehr taffe junge Frau, Abiturientin, die ging da auf die Bühne, Europaschule Köln, und erzählte, dass sie sich entschlossen hatten, vor 2 Jahren, eine Partnerschule in Russland zu suchen, und haben sie in Wolgograd gefunden, das frühere Stalingrad. Und dann haben sie sich ein halbes Jahr lang im Unterricht intensiv vorbereitet. Ja, Politiklehrerin, haben Tagesschau geguckt, die Frankfurter Allgemeine gelesen und alles, was man so aufsaugen konnte, aufgesaugt. Und dann sind sie nach Wolgograd gefahren. Und die hat es schöner gemacht, als ich das jetzt kann. Und die sagte dann, sie glauben es nicht, wir sind in ein völlig anderes Land gekommen, als das, auf das wir uns vorbereitet haben. Und daran sieht man, welche Distanz da besteht. Die wollen jetzt nochmal hinfahren. Die haben gesagt, wir sind auf, sie hat auch ehrlich gesagt, was sie damit erwartet hatten, das ist doch alles ein bisschen dunkel, also dunkel jetzt von der gesellschaftlichen Stimmung, leicht geduckt und sehr zurückhaltend. Und sie sagt, ihre Partnerklasse, es waren heftigste Debatten, es wurde über alles diskutiert und sie haben sich sehr gut aufgehoben gefühlt, ohne immer einer Meinung zu sein, aber es war total offen und sie sagt, es war viel frohgemuter, als sie das vermutet hatten und als sie sich das gedacht hat. Und ich halte das für bedenklich. Also wenn Leute, die sich bewusst auf sowas vorbereiten, dann mit so einer Grundstimmung dahin fahren, dann stimmt wirklich irgendwas nicht. Was mich ansonsten treibt, außer den Gründen, die ich genannt habe, ist, dass ich fest davon ausgehe, da komme ich nachher nochmal zu, dass wir uns brauchen gegenseitig. Man muss ja, diese Frage muss man sich ja auch stellen, die wird auch in Brüssel heftig diskutiert, brauchen wir die eigentlich? Also die Osten. Wenn man zu der Antwort kommt, nein, dann findet man zu ganz anderen Wegen, als wenn man sagt, ich halte das auch für geschichtsvergessen, aber das ist egal. Ich glaube, wir brauchen uns dringend und außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass es keine zwei Völker gibt, die so eng miteinander verwoben sind, wie das Russische und das Deutsche. Das mag jetzt manchmal übertrieben vorkommen, aber wenn Sie die letzten 900 Jahre mal Revue passieren lassen, wir haben Höhen und Tiefen durchgemacht, bis hin, dass, also kulturell zum Beispiel, vor 2-3 Jahren ist ein literaturwissenschaftlicher Band, ungefähr 3-mal so dick wie das Büchlein herausgekommen, wo nachgewiesen wird von Literaturwissenschaftlern, dass es die deutsche Literatur bis heute so gar nicht gäbe, wenn es nicht die enge Verquickung und Verbindung
in der russischen Literatur immer gegeben hätte und dass man sich gegenseitig beeinflusst und befruchtet hat, mehr als mit anderen Literaturen. Das war der Gegenstand dort in diesem Buch. In Karl-Marx-Stadt in Chemnitz war neulich eine Ausstellung über die Avantgarde in Russland. Wenn Sie die gesehen haben, die war hervorragend, konnten Sie ganz viele Bezüge sehen. Da wussten Sie genau auch, wo die Kunst der 10er, 20er, Anfangs 30er Jahre hier in Deutschland ihre Quellen hat. Also da gibt es über Jahrhunderte eine wirklich enge Verbindung. Wir haben vor zwei Jahren eine Ausstellung gehabt auf der Burg Hohenzollern, also die preußische Stammburg in Baden-Württemberg, im Süden Baden-Württembergs. Und da wurde die Ausstellung eröffnet, 300 Jahre Zusammenarbeit Romanows, also das russische Zarengeschlecht, und Hohenzollern, unsere Preußenherrscher. Und Hilarion hat die eröffnet. Hilarion ist der zweite Mann der russisch-orthodoxen Kirche. Unheimlich kluger Kerl. Und dieser Metropolit hat dann in der Diskussion gemerkt, dass es nun im Westen Deutschlands noch mehr als hier natürlich auch viele Reserviertheiten gibt und Unterschiede sehr deutlich betont werden. Und er hat das dann sehr schön in so einem ganz kurzen Satz, fünf Worte zusammengefasst, hat gesagt, ja, ihr habt recht, Russland ist anders, Deutschland auch. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung, war so ein mythischer Ringsatz, so von der Kürze her. Ich meine, über Russland, das wird auch immer so bleiben, wenn ein Land so riesig ist, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist nach wie vor, obwohl es nicht mehr die Sowjetunion ist, das größte Land der Erde. Über 10 Zeitzonen. Wir machen als deutsch-russisches Forum Jugendaustausch mit, in dem Fall auch mit der etwas älteren Jugendgruppe, der 25- bis 35-Jährigen, die also schon was im Leben außer Studium oder Berufsausbildung hingestellt haben, und sperren die eine Woche jeweils mit russischen Kollegen zusammen. Langsam über die Jahrzehnte wächst daraus, die bleiben dann auch später verbunden in so einem Alumni-Netzwerk. Und kurz vor Corona waren wir mit einem halben Flugzeug voller deutscher junger Leute auf Kamtschatka, erwarteten dann die russischen Pandangs. Und nach 10 Stunden Flug, man wurde ja russisch verabschiedet in Moskau, und dort an der Gegenwehr stand der Gouverneur und begrüßte uns russisch wieder. Und sagte dann, na junge Leute, waren auch Landtagsabgeordnete dabei, vielleicht merkt ihr alleine, so lange geflogen, hier wird immer noch russisch gesprochen und da drüben ist Japan. Vielleicht merkt ihr, dass man so ein Land anders regieren muss als Luxemburg. Und auch da ist ja was dran, auch die schiere Größe. Übrigens, Russland hat 100 Nationalitäten in seinen Grenzen, das darf man nicht vergessen. 100 Nationalitäten leben auf dem Gebiet der Russischen Föderation. Alle Religionen, die man sich noch vorstellen kann, Buddhisten und alles, und nicht nur das, was wir hier so kennen, das ist alleine schon eine Leistung, so ein Land, da komme ich auch gleich nochmal drauf, zusammenzuhalten. Aber ich wollte eben nochmal zu dem Thema Russland ist anders, Deutschland auch sagen, die schiere Größe, die unendlichen Wälder, übrigens auf Kamtschatka, erleben Sie, ist ein funktionierendes Gemeinwesen, hat mehr Bären als Menschen diese Region, aber Sie kommen nur mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug hin, obwohl es eine dicke Landverbindung zu Russland hat. Aber da ist so viel unbewohntes Gebiet dazwischen, dass da nie einer eine Schiene oder eine Straße gebaut hat. Die Straßen von Petropavlovsk aus, die gibt es, klar, und dann fahren sie, dann verlieren die sich, dann werden es Sandwege und irgendwann hört es auf. Dann ist es Wald, dann ist es weg, dann haben sie nur noch Bären. Und das ist schon etwas ganz anderes, als wir das hier so gewohnt sind und kennen. Und da muss man auch manche Mechanismen, die wir gewohnt sind, nochmal in Frage stellen. Und so ein Land wird natürlich immer auch einen gewissen Grad an Unheimlichkeit behalten. Das ist einfach so. Also, wenn der Wald zu groß wird, hat man auch immer so ein bisschen Reserviertheit, oh Gott, was wird da so sein? Und am schönsten hat das mal Winston Churchill in 40er Jahren zusammengefasst, indem er gesagt hat, Russland ist ein großes Geheimnis für mich, umgeben von einem noch größeren Mysterium. Also von daher war das dann alles nochmal geschildert, was einen da so bewegen kann. Übrigens, wenn ich gesagt habe, zwei Völker miteinander verbunden, da muss man ja auch sagen, wenn man allein das letzte Jahrhundert nimmt, dann waren da unheimliche Höhen, aber auch Tiefen dabei, die wir mit keinem anderen Volk durch haben. Der Krieg, also insbesondere der Zweite Weltkrieg, ist nicht als normaler Krieg konzipiert worden, sowohl von der Wehrmacht als natürlich auch von den Nationalsozialisten, sondern mit einer erstmaligen und bis heute einmaligen Zielstellung. Er ist als Vernichtungskrieg konzipiert worden.
Es war nicht nur die Frage, einen Krieg zu gewinnen, um Land zu gewinnen, sondern es war die Frage, die darauf liegenden Völker zu vernichten, körperlich auszulöschen. Das ist schon etwas sehr, sehr Eigenes. Und ich sage, nach so einem Vernichtungskrieg mit 27 Millionen Toten, der an Bestialität nichts, keinen Wunsch offen gelassen hat, kann man sagen, dass uns die Völker der Sowjetunion, Ukrainer, Belarussen, Russen, viele andere danach vergeben haben, uns sogar Versöhnung angeboten haben und am Ende in Teilen sogar Freundschaft. Ich finde, das war ein Geschenk, mit dem wir bis heute nicht sensibel genug umgegangen sind. Aber darüber wird vielleicht auch noch zu reden sein. Weil ich also annehme und davon ausgehe, dass wir uns brauchen, und wenn man sich braucht, muss man auch immer wieder versuchen, zu einer Kooperation zu finden. Aber wir sind weit davon entfernt im Moment, meilenweit, Jahre, manche sagen Jahrzehnte, wird das nicht klappen. Dann muss man aber sich auch, wenn man diesen Weg begehen will, muss man sich auch der Mühe unterziehen, glaube ich, eine Analyse anzustellen, wenigstens grob, wenigstens holzschnittartig, was ist eigentlich passiert. Vor 30 Jahren war Honigmond. Wir haben gedacht, siehe Charta von Paris, jetzt ist alles eins, gemeinsames Haus Europa. Heute stehen wir vor einem riesengroßen Scherbenhaufen, in dem wir immer rumlaufen und nicht mehr wissen, wie wir seiner Herr werden sollen. Und wenn man das analysieren will, glaube ich, muss man in zwei Strängen das tun. Ich mache es auch ganz kurz, damit der Veranstalter hier nicht gleich einen Schreck kriegt. Das eine ist, was ist in Russland passiert und wie konnotieren wir das heute? Sehen wir es richtig, sehen wir es falsch? Und das andere, was ist zwischen uns passiert? Zwischen Russland und der EU, zwischen Russland und Deutschland. Wenn man nach Russland guckt, Punkt 1 also, versuche ich es wirklich ganz kompakt zu machen, da reichen schon die 90er Jahre, um zu sehen, wie unterschiedlich Entwicklungen beschrieben werden, gesehen werden und eingeschätzt werden. Wenn wir über die 90er Jahre, wenn Sie hier Artikel lesen, wenn Sie Analysen lesen, dann lesen Sie oft von dem Jahrzehnt der Demokratisierung, von dem Jahrzehnt der Einführung der Marktwirtschaft, von dem Jahrzehnt, wo marode sowjetische Betriebe privatisiert wurden. Alles mit positiver Konnotation und nach dem Motto, Mensch, da ging es doch wirklich voran. Wenn Sie sowas, habe ich es mir auch selber passiert, habe ich auch selber gemacht, wenn Sie sowas auf russischen Podien in dieser Diktion sagen, wenn Sie Glück haben, ernten Sie Unverständnis, sonst oft Protest. Es hat jetzt eine Umfrage zu 30 Jahren Auflösung der Sowjetunion gegeben, wo die Lebensgefühle der verschiedenen Epochen abgefragt wurden, also Brezhnev, Stalin, Jelzin, Putin. Da lag die Jelzin-Zeit, also diese berühmten 10 Jahre, noch hinter der Brezhnev-Zeit, weit hinter der Brezhnev-Zeit. Weil für die meisten Russen verbindet sich damit ein Zusammenbruch, ein totaler Zusammenbruch der Staatlichkeit, keine Frage, aber auch ein Zusammenbruch des Wirtschaftssystems und auch ein Zusammenbruch des Finanzsystems. Manche werden sich erinnern, dass 1998 das russische Finanzsystem ja kollabiert ist. Die Renten, alles was so da war, auch die paar Ersparnisse, waren im Wesentlichen auf Null. Und wenn Sie sowas erleben, wenn Sie sowas erlebt haben, dann werden Sie das nicht als eine schöne Phase Ihres Lebens in Erinnerung behalten. Ich möchte nicht wissen, was in Deutschland los gewesen wäre, wenn sowas, öffentliche Gehälter wurden nur noch stochastisch bezahlt, ab und zu, oft auch nicht. Russische Kollegen haben damals immer gefragt, habt ihr irgendeine Chance, meine Kinder nach Deutschland zu und damit ausgehen, was wird, weil hier gibt es keine Perspektive mehr. Das war die Realität des damaligen Lebens. Es gibt übrigens so eine Moskauer Taxifahrer-Anekdote, der gesagt hat, in der jetzigen Zeit, naja, unter Brezhnev haben wir bescheiden, also ein russischer Taxifahrer würde nie bescheiden sagen, bescheiden gelebt, aber im Weltraum waren wir die Ersten, im Sport waren wir die Ersten, im Militär waren wir die Ersten, wir waren eine Weltmacht. Jetzt unter Jelzin leben wir genauso bescheiden, aber wir sind gar nichts mehr. Wir sind überhaupt nichts mehr, nirgendwo. Keiner will von uns was kaufen, keiner will, also jetzt mal im übertragenen Sinne, der Alexei Djurtschak, wie ich finde, einer der besten russischen Sozialwissenschaftler, der heute in Berkeley lehrt, der hat das mal zusammengefasst, so das Gefühl der Menschen, so, die da sozialisiert wurden über 7 Jahrzehnte in der Sowjetunion, alles war gefühlt für immer geschaffen. Und plötzlich war es weg. Also die fielen praktisch nach vorne. Er nennt das auch den postimperialen Phantomschmerz. Weil eins sollten wir nicht unterschätzen, dass für Menschen, denen es sozial nicht gerade blendend geht, eine Staatlichkeit, die ihnen aber so eine Art Weltruf verschafft, immer noch ein Haltegriff ist. Und sie sagen, Mensch, da sind wir, wie der Taxifahrer sagt, da sind wir aber was.
daran kann man sich auch ein Stückchen hochziehen. Russland ist ja damals in sich zusammengefallen, das kann man wirklich nicht anders nennen. Boris Jelzin war gerade in seiner zweiten Wahlperiode, manche werden die Geschichte seiner Wiederwahl kennen, der ist da von 10% Beliebtheit plötzlich hochgeschossen, weil sowohl von Amerika als auch von vielen Oligarchen wurde unheimlich viel Geld reingegeben, um diese Wahl nochmal zu gestalten, aber das Land war in sich praktisch zusammengeklappt. Und heute wird ja gerne im Zusammenhang mit Oligarchen, weil ja Putin an allen schuld ist, der jetzt der russische Präsident angeguckt. Die gesamte Oligarchie ist entstanden unter Jelzin. Und zwar ausnahmslos. In diesen Jahren sind 4-5% der Russen so reich geworden, wie man sich das kaum vorstellen kann, so dass sie ganze englische Fußballclubs heute aufkaufen können oder ganze Schiffsflotten sonst wo. Aber für den Rest ist kaum was übrig geblieben. Und das war das Ergebnis dieser ersten 10 Jahre der sogenannten Einführung der Marktwirtschaft. Und das darf man auch nicht vergessen. Und wer sich dann wundert, dass danach erstmal ein Nationalist, also dann kam ja Putin, übrigens, dass er diesen Staat wieder aufgerichtet hat. Das sehen sogar nicht so putinistisch, sage ich mal, eingestellte Russen bis heute noch als eine Leistung, weil sie sagen, wir waren kurz vorm Exitus. Wir haben ja erlebt, da gab es diese Sezessionsbewegungen, die Tschetschenen wollten ihr eigenes machen und alle fingen an, dieses Land fing an auszufransen. Es gab Kriege und der hat das wieder zusammengeführt, hat ihm Perspektive gegeben, hat ein Gewissen, wer heute in den größeren Städten zumindest Russland sich rumtreibt, kann das sehen. Also Moskau ist zum Beispiel vor 25 Jahren schlicht nicht wiederzuerkennen. Hat jetzt gerade den 4. Platz in Europa, weiß nicht, weltweit Europa der Großstädte der Lebensqualität belegt, war nur noch Paris und London davor. Also da merkt man, dass was passiert ist und das rechnen ihnen natürlich viele Russen, das kommt das Fressen an die Moral, wie wir von Recht wissen, bis heute hoch an und so kam auch diese unheimliche Beliebtheit, die kaum erschütterbar war, jetzt bröselt, kaum erschütterbar war, kommt zustande, aber dass das Ganze dann auch mit wachsendem Nationalismus zu tun hat nach so einer Phase und dass Putin diese Klaviatur auch gespielt hat, überhaupt keine Frage. Und was die Gesellschaftspolitik angeht, die wir immer wieder und teilweise auch sehr zu Recht kritisieren, nehmen Sie den ganzen Umgang mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen und so. Das basiert auch auf einem gewissen Deal. Dieses Land war am Zerfallen und man hat also erst war der Zar, der es zusammengehalten hat, dann war es die KPdSU und dann war nichts mehr. Und dann hat man sich auf die russische orthodoxe Kirche besonnen. Das war die einzige Organisation, die überall vertreten war und hat, wenn Sie es jetzt sehr verkürzt sagen, es ist viel komplizierter, so eine Art Deal mit denen gemacht. Ihr haltet uns das Land zusammen und dafür könnt ihr die Gesellschafts- und Familienpolitik mitbestimmen. Und dass das nicht, also ich habe ja schon Schwierigkeiten, ich bin selber evangelischer Christ, mit manchen katholischen Ansichten, aber die russisch-orthodoxe Kirche ist nochmal ein Zacken schärfer. Und wenn die da mitredet, dann werden sie keine gleichgeschlechtlichen Ehen erleben. Das wird eher stürzt sich der Metropolit in die Moskau. Und von daher gibt es dann halt Verhaltenheiten, die muss man auch dann ein bisschen einschätzen können und wissen, woher es kommt. Und außerdem bin ich immer ein bisschen nicht so erfreut, wenn wir so mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt gehen und sagen, ihr müsst jetzt aber und ihr solltet endlich und so doch Zeit. Also ich meine, die Russen haben jetzt 10, 20 Jahre der gesellschaftlichen Entwicklung vielleicht hinter sich. Die bei uns die gleichgeschlechtliche Ehe, gegen die Kanzlerin immer noch gestimmt hat im Bundestag, eingeführt wurde, hat 70 Jahre gedauert. Also da sollten wir mal nicht so tun, als müssten andere Gesellschaften brauchen oft Generationen, wenn sie sich entwickeln. Und wir sind mir zu oft. Ich finde übrigens unser Gesellschaftsmodell, ich sehe im Moment kein besseres. Ich finde es absolut gut und lebe gerne in einem solchen. Aber was ich nicht gut finde, ist, dass wir mit missionarischem Eifer durch die Welt laufen. Übrigens Afghanistan war so ein Beispiel. Den Zeigefinger heben und sagen, jetzt müssen alle genauso werden. Wenn wir sollten es einfach gut vorleben. Wir sollten es so vorleben, dass es für andere ansteckend ist. Aber das schafft man nicht, indem man immer sagt, ihr müsst jetzt mal. Der amerikanische Verteidigungsminister, der neue, hat vor einer Weile einen aus meiner Sicht hochvernünftigen Satz gesagt, hätte ich dem Verteidigungsminister gar nicht zugetraut. Er sagt, in Afghanistan sind wir daran gescheitert, dass wir uns 20 Jahre überhaupt nie bemüht haben, die Strukturen, die Historie des Landes, die Mentalität des Landes aufzunehmen und zu verstehen. Wir haben gedacht, wir haben das richtige System und das bringen wir jetzt woanders hin. Und dann müssen die glücklich werden damit. Und sie sind halt nicht glücklich geworden. Sollte man bei anderen vielleicht auch sehen. Lass ich es mal damit bei dem, was in Russland da passiert. Zu den Missverständnissen zwischen uns will ich es auch kurz machen. Vielleicht nur mal 4 anreißen. Das ist das erste Stichwort Dankbarkeit.
gerade jetzt zu den 30-jährigen Jubiläen, Deutsche gucken da immer so ein bisschen verdutzt, wenn Russen sagen, ein bisschen mehr Dankbarkeit hätten wir schon erwartet. Und dann, die haben nämlich nichts vergessen, die haben es ja größtenteils schon vergessen. Dann kommen zum Beispiel die Geschichten, ohne Michael Gorbatschow hättet ihr die deutsche Einheit vergessen. Wenn der sich nicht so weit aus dem Fenster gehängt hätte, aus dem er dann rausgefallen ist, zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten, wäre das jahrelang nichts geworden. Margaret Thatcher hat damals den berühmten Spruch geprägt, zwei Deutschland sind mir 100-mal lieber als ein Deutschland. Und François Mitterrand, das werde ich auch nicht vergessen, weil ich ganz schön dupiert war. Ich saß da am runden Tisch in Berlin und da landete im Dezember der französische Präsident, um mit der DDR-Regierung einen 20-jährigen Handelsvertrag abzuschließen. Natürlich mit dem Hintergrund, soll noch möglichst lange gut gehen, damit die sich nicht vereinigen. Also das war die Stimmung, das dürfen wir heute nicht vergessen. Und Gorbatschow hat entscheidend mit dazu beigetragen, dass es anders wurde. Und viele in Russland sagen ihm, er hat sich über den Tisch ziehen lassen. Und übrigens zu seinem Sturz hat das dann entscheidend auch mit beigetragen. Weil es gibt nämlich noch einen zweiten Punkt, den die Russen nicht vergessen haben, wo das Stichwort Dankbarkeit hinkommt. Der zweite Punkt ist der sang- und klanglose Truppenabzug von 91 bis 94. Wo mir Matwej Wolakow, mit dem war ich bis zu seinem Tode befreundet, der war der letzte Befehlshaber der Westgruppe der russischen Streitkräfte hier in Deutschland, er hat mir dann erzählt, was da in Moskau los war. Dort wird natürlich, meine Militärs sehen nun mal die Welt, die Militärs die Welt sehen. Die sagen, wir haben diesen Brückenkopf mit 27 Millionen Toten erobert. Und ihr gebt den einfach so dahin, ohne eine Gegenleistung, ohne irgendwas. Ihr zieht einfach ab. Also Kapitulation am Ende noch. Und Gorbatschow hat damals immer noch gesagt, ja, aber mir ist ja zugesagt worden, das wird nicht passieren und das wird nicht passieren. Wir wissen, was mit den Zusagen geworden ist. Der Fehler, den er gemacht hat, muss man auch einräumen. Er hat nichts verschriftlicht, gar nichts. Also dieses schöne Thema, die NATO wird nicht sofort in die Räume nachrücken und ihr wird nicht bis an eure Grenzen kommen und, und. Das kam in Gesprächen damals, haben übrigens Baker und Genscher ja bestätigt, dass solche Gespräche geführt wurden. Aber aufgeschrieben wurde gar nichts dazu. Und das ist ihm schwer zum Vorwurf gemacht worden. Übrigens, dass Michael Gorbatschow bis heute, ich schätze ihn über die Maßen, aber dass er in der russischen Beliebtheitsskala hinten liegt, weit unter 10%, das hat damit auch zu tun, bis heute. Wir haben dann später mal mit ihm drüber gesprochen, auch mit einem seiner Chefberater, Karaganov. Und wir haben gesagt, Kinder, ihr müsst die Zeit sehen, 90, als die Verhandlungen geführt wurden in 91. Siehe Charta von Paris, sage ich jetzt zum dritten Mal. Wir waren uns über alles einig. Wir haben gedacht, die Militärblöcke werden sowieso bald überflüssig und aufgelöst. Und wir werden alle eine Sicherheitsarchitektur haben im gemeinsamen Haus Europa, da sind wir alle drunter. Also wir wären Spielverderber, wir hätten uns als Spielverderber gefühlt, wenn wir gesagt hätten, jetzt müsst ihr das aber auch alles niederschreiben. Die Stimmung war halt, wie sie war. Ja, und das hat er später auch sehr selbstkritisch, sage ich mal, gesehen, aber es ist nun mal so gewesen und damit muss man dann heute leben. Und wenn die Amerikaner, übrigens hat der Putin ja nochmal ein zweites Angebot gemacht, das war dann 2001, im Bundestag, manche werden sich erinnern, da hat er eine große Rede auf Deutsch gehalten. Alle Bundestagsfraktionen, die damals vertreten waren, die Grünen waren auch schon dabei, haben ihm damals stehende Ovationen für diese Rede gezollt. Und er hat einen einzigen Wunsch geäußert, nur als zweiten Anlauf praktisch. Dieser Wunsch war, lasst uns eine Sicherheitsarchitektur unter Einbeziehung Russlands auf Augenhöhe schaffen. Später haben die russischen Berater gesagt, der Wunsch wurde gehört, beklatscht und in die Schublade gebracht. Es gibt übrigens Historiker, auch in Europa, die mittlerweile sagen, das war wahrscheinlich der Fehler per se. Wir haben damals eine ausgestreckte Hand, wo die Russen noch preiswert zu haben waren, weil die waren völlig auf Westkurs. Die haben wir nicht genommen, aus bestimmten Vorurteilen heraus. Das wird alles mal spannende Aufgabe für viele Historiker werden. Der George F. Kennan, nicht Kennedy, sondern Kennan, einer der, so der Bar Amerikas, sage ich mal, der über viele Jahrzehnte amerikanische Außenpolitik, auch gerade Ostpolitik gestaltet hat, hat kurz vor seinem Tode, der ist schon vor etlichen Jahren gestorben, gesagt, ihm ist so, dass die NATO-Osterweiterung, wie sie passiert ist, vielleicht der größte Fehler der amerikanischen Außenpolitik der Neuzeit gewesen ist, weil sie wird die Welt nicht sicher machen, sondern eher unsicher. Das ist ein Satz, den wird man in 10 Jahren mal wieder hochholen und sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens der Spruch, man kann ja niemanden verwehren, in die NATO zu kommen. Wenn er das will, kann er das. Der gilt nur in Teilen.
Im Jahre 2008 gab es das Ansinnen der Amerikaner, dass die Ukraine und Georgien in die NATO aufgenommen werden. Das war der NATO-Gipfel in Bukarest. Da hat die deutsche Bundeskanzlerin, bin ich ihr auch sehr verbunden für, damals mit dem Spruch, das macht die Welt unsicherer. Dann kommt der Krieg näher, wenn wir das machen. Deshalb kommt das mit mir nicht in die Tüte. Warum sie nicht aufgenommen in die NATO? Also man hat sehr hohe politische Möglichkeiten, wenn man sie haben will und wenn man sie nutzen will. Übrigens vielleicht noch ein Satz dem Klima. Wir denken ja heute, dass das ganz schlechte Verhältnis alles nur mit Putin zu tun hat. Ich will nur mal gerade erinnern, für Leute, die sich für Außenpolitik interessieren, die wissen das glaube ich auch. Es gab den Ministerpräsidenten Jewgeni Primakov in den 90er Jahren unter Jelzin, wohlgemerkt, aber von Putin, da hockte der noch in Leningrad oder sonst wo, noch nicht die Rede. Dieser Jewgeni Primakov war auf dem Weg zum Staatsbesuch in die USA und im Flieger über dem Atlantik erreichte ihn die Nachricht, dass die NATO gerade beginnt, Belgrad zu bombardieren. Da ist der ausgerastet von dem Flugzeug. Er hat gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Uns wird nichts gesagt, wir werden nicht konsultiert, wir werden nach unserer Meinung nicht, wir erfahren das zufällig, dass unser, und das muss man jetzt, wenn man ein bisschen geschichtlich bewandert ist, weiß man, unser Brudervolk bombardiert wird, weil die Serben haben mal eine besondere Beziehung. Die Kirchen haben eine besondere Beziehung zu den Russen. Und dann hat er seinen Piloten befohlen, sofort umzudrehen, das nennt man in der außenpolitischen Lehre, wird es den Studenten heute unter Primakov-Schleife gelehrt, über dem Atlantik. Und hat gesagt, ihr könnt mich mal, hat den Staatsbesuch abgesagt und ist wieder nach Moskau geflogen. Also von wegen, das ist alles erst danach gekommen, mitnichten. Ursache dafür kann man immer wieder nachvollziehen und je weiter die Zeit weg ist, umso klarer werden die Bilder. Wir haben Russland in der Zeit überhaupt nicht mehr ernst genommen. Übrigens, Barack Obama hat ja mal so praktisch da oben noch einen draufgesetzt. Was Schlimmeres kann man Russen nicht bieten. Indem er gesagt hat, mein Gott, die Russen sind doch höchstens noch eine Regionalmacht. Ich war an dem Tag gerade im russischen Außenministerium. Die Meldung lief dann natürlich wie ein Feuer durch die Flur. Die haben gesagt, das wird er spüren, das wird er hören. So sind Russen nun mal. Die haben eine andere Art der Politik, der Position. Wir haben es auch gespürt. Was danach kam, war zum Teil auch darauf zurückzuführen. Und die Russen haben gesagt, wir werden so lange machen, bis uns der amerikanische Präsident wieder anruft. Und das haben sie ja, wie es Syrien und anderes letztlich auch hingekriegt. Wir haben Russland abgehakt und wir haben einen gravierenden Fehler gemacht, den man nie machen sollte, gerade bei großen Ländern, nicht bei Luxemburg vielleicht, aber nicht bei Russland. Große Länder haben immer Interessen, wie Egon war, und Interessensphäre. Übrigens erkennen wir auch bei den Amerikanern an. Mir hat 2015 in so einem Washingtoner Think Tank ein pensionierter General gesagt, ja, was denkst du denn, wozu wir unsere Flugzeugträgerflotte haben? Nicht um New York zu verteidigen, sondern unsere Interessen weltweit müssen durchgesetzt werden. Dazu haben wir weltweit diese Flugzeugträger laufen. Da sagen wir auch gar nicht, das akzeptieren wir, dass ein großes Land auch eigene Interessen hat. Bei den Russen haben wir das vergessen. Wir waren verliebt in Russland in der Zeit, wo es überhaupt nichts angewendet hat, auch kein eigenes Interesse. Dann sind sie wieder auferstanden und melden natürlich was an eigene Interessen. Sphären, Sicherheitskordons und. Und damit kommen wir überhaupt nicht klar, weil dazu hatten wir keine Strategie mehr entwickelt. Wir hatten, wie gesagt, einen Haken dran gemacht. Zweites Missverständnis, alles hat mit Sanktionen zusammenhängt. Ich mache es da auch kurz. Ich habe mir ja schon 2015 die Bursche verbrannt, weil ich gesagt habe, das wird nichts bringen. Guckt euch an, wen ihr sanktioniert. Man muss ja auch ein bisschen den Adressaten sich anschauen. Und mir hat neulich ein Russe gesagt, der mittlerweile in London lebt, eher ein Liberaler, hat gesagt, wenn ihr das so weiter versucht, werdet ihr nur eins erzeugen, noch mehr Bockigkeit, als etwas lapidar formuliert, aber nicht das, was ihr wollt. Mir hat bei den Sanktionen vom ersten Tag an gefehlt, bin ja Ingenieur von Beruf und brauche immer klare Bilder. Was ist eigentlich das Ziel? Unter welchen Bedingungen hören wir auf? Wie sind die Exit-Bedingungen? Wie können wir sie runterfahren? Und was, durch welche Vorgänge in Russland erwarten wir, dass unser Ziel sich verwirklichen lässt? Alles das haben wir nie wirklich beschrieben, bis heute nicht. Deshalb ist der Ausstieg auch so schwierig geworden. Die Ziele, die damals diskutiert wurden, die waren zum Teil verrückt. Das erste war, also das ist an Verrücktheit nicht zu überbieten, der Putin wird schon einsehen, dass
dass es so nicht machen kann, dass er einen Fehler gemacht hat. Ich stelle mir immer einen russischen Präsidenten vor, der abends ins Fernsehen geht und sagt, was da aus Brüssel gekommen ist, hat mir doch gezeigt, ich habe das falsch gemacht. Und wird das repariert. Das sagen uns die Russen, während der Fernsehrede würden ihn seine Sicherheitsdienste noch aus dem Studio räumen. Das würde der nicht mal zu Ende sagen. Was geht denn Russland überhaupt nicht? Das braucht man sich nicht mal vorstellen. Bei unseren polnischen Nachbarn wurde auch Richtung Präsident, aber anders diskutiert. Damals, als das verhängt wurde, hieß es, das steht ja sozial und wirtschaftlich nicht durch. Da wird ein neuer Präsident gewählt. Kann man ja annehmen nach Sanktionen, dass sowas passiert. Da hat uns Lev Gutkov, der Chef vom Nevada-Institut, das einzige freie Meinungsforschungsinstitut allerdings, der ist überhaupt kein Putin-Freund, der steht immer unter Verhaftungsvorbehalt, gesagt, überlegt euch mal, wie die Stimmung ist in Russland. Wahrscheinlich kriegt ihr einen nationalistischeren Präsidenten, als das Putin jetzt ist. Weil Liberale kriegen im Moment 30% Wählerstimmen, aber nicht 30, 40, 50%. Und das muss man ja auch bedenken. Und dann gab es noch so einen schönen Satz, Putin ist wahrscheinlich liberaler als 80% seiner Landsleute. Das muss man zumindest im Hinterkopf haben, wenn man immer denkt, naja, der muss nur weg, vielleicht wird dann gar nicht alles besser, wenn der weg ist. Und das sollte man zumindest genau analysieren. Und wir haben ja erlebt, schauen Sie sich die ganzen arabischen Frühlinge an. Unsere ägyptischen Kollegen und Freunde sagen, das ist unter Sisi schlimmer, als es unter Mubarak jemals gewesen ist. Kann also auch in die ganz andere Richtung dann am Ende gehen. Also von daher wird dieses praktisch, wäre dann auch kein Erfolgsrezept. Das dritte war, das wurde insbesondere in den USA diskutiert, an den Sanktionen wird Stück für Stück die Russische Föderation zerfallen. Was übrigens in Amerika viele Freunde hat. Also bei den Politikdebatten hören Sie das immer mal, denen ist Russland schlicht zu groß. Und so ein bisschen filetiert ist das leichter beherrschbar, sage ich mal. Und da sage ich nur als Nachbarn, da auch in den USA gesagt, das kann man sich nur ausdenken, wenn man jenseits des Atlantik wohnt. Russland, das vergessen wir nämlich neben der Größe auch gerne, ist die zweitgrößte Atommacht der Welt. Mit 6200 Atomsprengköpfen. Und jetzt habe ich mir so vorgestellt, wenn dieser Plan in Erfüllung geht, dass Russland zerfällt, und es gibt ja die Tendenzen, dann kriegen die 200 Atomsprengköpfe, die Tschetschenen kriegen 150 oder was weiß ich. Wer will denn dann noch Sicherheit auf unserem Kontinent garantieren, wenn Atommacht in disparate Hände kommt? Wir sehen zum Beispiel, Pakistan ist ja auch eine Atommacht. Wir sehen den Pakistanis jede Menschenrechtsverletzung nach in den letzten Jahren. Selbst wenn sie die Taliban ausbilden und. Weil wir immer sagen, eine Atommacht muss eine geordnete Staatlichkeit haben. Wenn es da aufhört, geordnet zu sein, dann gnade uns Gott. Und bei den Russen sagt man einfach, die Sanktionen werden schon dafür führen, dass das vielleicht zerfällt. Finde ich alles schon ein bisschen hart. Aber egal, jetzt haben wir die. Und jetzt muss man wenigstens mal die Kraft haben, vielleicht die neue Regierung, und mal gucken. Es war nicht so viel Hoffnung, wenn es einen grünen Außenminister gibt, aber mal gucken, was ist durch die Sanktionen eigentlich passiert. Ganz nüchtern. Wir haben ja Ziele gehabt, wahrscheinlich. Was ist passiert? Die politischen Verhältnisse bestätigen alle, sind mittlerweile in Scherbenhaufen, waren so schlecht wie noch nie. Die militärische Eskalationsgefahr ist stark gestiegen. Kudat sagt jede Woche mehrmals, eine echte Gefahr eines Zusammenstoßes, weil alles so zusammengerückt ist. Wir stehen ja auch in Lettland und Truppenteile sind total nah. Es gab übrigens einen schönen Spruch vom russischen Außenminister, als die Amerikaner gefragt haben, warum sie, die hatten da ein Manöver im Sommer bei Rostov und Woronesch, warum sie denn Truppenbewegungen in Russland hätten. Dann hat er gesagt, weil wir hier wohnen. Also ich meine, er hat dann gesagt, ihr seid mit amerikanischen Truppen hier an unserer Grenze, aber es ist nicht euer Land, aber es ist unser Land. Ja. Egal, sei es dahingestellt. Die militärische Eskalationsgefahr ist gestiegen, wirtschaftlich haben beide Seiten gelitten. Das ist einfach so. Die Stimmung in Russland ist anti-westlicher geworden und für die Krim hat sich schlicht nichts geändert. Gar nichts. Und dann muss man ja mal sagen, wollen wir das die nächsten 10 Jahre genauso machen? Oder wollen wir noch mal einen halben Schritt zurückgehen, komme ich nachher noch drauf und überlegen, ob es da vielleicht noch einen anderen Zugang gibt, einen anderen Weg gibt. Übrigens noch ein kleines Perspektiv dazu. Zu dem Jahrestag des Kriegsendes war ich in Stalingrad, in Wolgograd, und da kam nach dem üblichen Pastnik ein Veteran auf mich zu mit der Uniformjacke, die viele von Ihnen noch kennen, die links runterhing, weil alles voller Orden war. Ein sehr, sehr alter Mensch musste er sein.
Und er hat gesagt, weißt du, mit euren Sanktionen, er hat das völlig auf die menschliche, mentale Ebene gehoben, mit euren Sanktionen, guckt doch mal genauer hin. Damals haben wir auf der anderen Seite von Stalingrad verhungert, wie wir waren, Granaten gedreht und Panzer gebaut. Und dann haben wir, jungen Kerle, die stärkste Armee der Welt, die deutsche Wehrmacht, beschlagen. Glaubt ihr, dass ihr so ein Land mit euren Sanktionen irgendwas bewirken könnt? Also auch das war ein Aspekt, den man nochmal so ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Dritter Punkt, ist dann schon der vorletzte. In Russland kriegen sie überall, also wenn sie auf politischen Podien sind, die Klage, ihr habt immer doppelte Maßstäbe. Also ihr beurteilt nicht, dass wenn zwei das Gleiche tun, dass das dann auch gleich bewertet wird. Das war lange nicht dasselbe. Und das wird dann, sie kriegen natürlich immer die Frage, also da können sie die Uhr danach stellen, sagen sie, naja, ihr habt jetzt uns mit Sanktionen überzogen, weil wir die Krim völkerrechtlich annektiert haben. So was, aus Sicht kann man so machen. 2003 habt ihr im Bundestag beschlossen, dass der Überfall der Amerikaner auf den Irak eine flagrante Verletzung des Völkerrechts ist. Hat 100.000 Tote gekostet, hat eine ganze Region destabilisiert, hat jahrelange Friedensbewegung hervorgerufen und ist bis heute nicht verarbeitet. Welche Sanktionen habt ihr damals gleich verhängt? Wir können uns nicht erinnern. Die Frage konnte bis heute noch niemand beantworten. Ich habe bei einer Debatte in Brüssel, haben sie mal einen leitenden Beamten so ein bisschen in die Defensive gebracht. Und der hat dann so leise ins Mikrofon genuschelt, naja, das sind halt die Amerikaner, gegen mich. Das ist zwar, wir wissen es alle, dass das so ist, aber das ist für den Russen natürlich keine Antwort. Die sagen dann entweder oder. Und da können Sie ganz viele Beispiele, es geht ja bis zum Kosovo, das ist dann aber auch schon eher was für außenpolitisch sehr interessierte, dass wir niemals den Kosovo hätten anerkennen dürfen, weil das eines der beiden Grundrechte des Völkerrechts verletzt. Wir haben es trotzdem gemacht, weil wir es in dem Fall machen, dass sie können über Libyen gehen, auch was in Libyen passiert, das hat mit vielen Dingen zu tun, nur mit Einhaltung von Völkerrecht hat es gar nichts zu tun. Und man muss ja auch mal sagen, das, was wir da versucht haben, wir wollten diesen Diktator stürzen, hat am Ende fast alle Libyer ins Unglück gestürzt. Das ist heute die Realität. Ein Land, was seitdem in Bürgerkriegen zerrissen ist, Zehntausende Tote, nie wieder auferstanden, hat also null was gebracht. Da könnte man, wenn man amerikanische Interventionen sieht, die übrigens zum Teil immer auf falschen Golf von Tonkin in Vietnam, wo später sich herausstellte, glatte Lüge, war ein Desaster, ein grausamer Krieg, der ein völliges Desaster war. Und diese, das können Sie ziehen bis über den Irak, bis zu Afghanistan. Es endete fast alles im Desaster. Nirgendwo ist ein Land in Demokratie und Wohlstand zurückgeblieben. Überall sind zerrüttete Gemeinwesen zurückgeblieben. Oder sie haben politisch nichts bewirkt. In China gibt es heute noch ein Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, was regiert. Es hat bloß auf dem Weg Zehntausende, Hunderttausende Tote gekostet. Also da sollte man auch mal sehr kritisch unsere Verbündeten befragen, wie sich das verhält. Übrigens, was so Einhaltung von Rechtsgrundsätzen angeht, kann jedem nur mal empfehlen, der da Interesse dran hat. Wir sagen ja, und das durchaus zu Recht, dass die Russen zum Beispiel bei Nawalny sich um gar nichts kümmern, was so, sage ich mal, allgemeine Rechtsgrundsätze in zumindest nach unseren Maßstäben angeht. Aber wenn man sich anschaut, was unsere amerikanischen Verbündeten seit vielen Jahren mit ihren Thron anstellen in dieser Welt. Die UNO hat bis zum Ende der Obama-Zeit, Trump hat nicht mehr zählen lassen, bis zum Ende der Obama-Zeit gesagt, dass 3.500 Menschen aus der Luft erschossen wurden durch amerikanische Drohnen. Übrigens in Ländern, in denen die eigentlich nicht zu suchen haben. Pakistan, in Jemen oder sonst wo. Das Prinzip ist, Amerikaner erklären in ihrer Leitstelle jemand zum Terroristen und dann wird er mit der Drohne gesucht und erschossen. Nach UN-Angaben hat es 600 Leute erwischt, die nicht mal zum Terroristen erklärt wurden, die nur zufällig in der Nähe waren. Amerikaner nennen das Kollateralschäden. Aber was für alle dasselbe ist, sie kriegen alle keinen Prozess, sie werden vor kein Gericht gestellt, sie kriegen kein Urteil, sondern sie werden nach Gesichtserkennung praktisch hingerichtet. Es mag viele treffen, die das auch verdient haben, aber mit Rechts, mit rechtlichem Herangehen, mit juristisch sauberem Handeln hat das null zu tun. Es ist sogar, im Bundestag wurde es neulich diskutiert, da hieß es dann, es ist auch nicht so schön, was da passiert. Man weiß natürlich, dass das mit Völkerrecht überhaupt nicht gedeckt ist, das ist ja nicht klar.
aber es wird eben gemacht. Übrigens, wir können uns da auch nicht völlig aushalten als Deutsche, denn die Leitzentrale für die Drohnenbewegung weltweit sitzt in Ramstedt, in Rheinland-Pfalz. Da gehen Offiziere früh zum Dienst und lenken die Drohnen, und es gibt auch einen sehr guten Spielfilm, amerikanischen, dazu, wo einer dabei fast durchdreht, der das macht, weil er ein Kind trifft, während er da jemanden sucht. Sie können das bis ziehen zu dem Gefängnis Guantanamo. Amerikaner haben mit die schlimmsten Foltergefängnisse betrieben über viele Jahre in Kandahar. In Polen und Rumänien, das kommt erst so langsam raus, hat der CIA Gefängnisse gehabt, die völlig jenseits aller Völkerrechtsnormen betrieben wurden. Es wird jetzt ein Spielfilm gehen, Andreas Dresen dreht den, über Mahmut Konatz. Manchen sagt der Name was. Der viele Jahre, der wird im Februar wahrscheinlich rauskommen. Ich glaube, sie werden erschüttert sein. Konatz ist nach allen Regeln der Folterkunst von Amerikanern gefoltert worden. Also alles, was man sich einfallen lassen kann, ist mit diesem Mann passiert. Bis man dann festgestellt hat, wir haben einen Falschen erwischt. Der hat gar nichts gemacht. Der war nur zufällig zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Das arbeitet Andreas Dresen jetzt gerade auf. Ich will damit, nur übrigens sitzen in Guantanamo heute noch 40 Leute. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass alles, was Realpolitik ist, irgendwie immer gut ist. Das ist es nicht. Wo Interessengegensätze ausgefochten werden, übrigens auch bei den Russen nicht. Und wo Geheimdienste gar mit ins Spiel kommen, geht es immer hart zur Sache. Was mich noch stört, ist, dass immer bei den einen gesagt wird, das ist so unerhört, bei den anderen gesagt wird es auch nicht schön. Da haben wir, da stimmt dieser russische Vorwurf durchaus mit den unterschiedlichen Maßstäben. Übrigens hat, aber bei Maßstäben sind das Forschungsinstitut SIPRI, werden auch wiederum manche kennen, das ist das einzige Forschungsinstitut, sitzt in Stockholm, was von allen Seiten Ost, West, Nord, Süd anerkannt ist und jedes Jahr die Rüstungsausgaben analysiert, die weltweit getätigt werden. Und bei den Russen kommt man ja schnell zu dem Schluss, wird auch vom Westen gerne gesagt, naja, die rüsten hoch und die geben viel Geld für Rüstung aus, das zeigt ihre Aggressivität. SIPRI hat im Bericht vom letzten Jahr geschrieben, dass die Amerikaner ohne NATO, nur die Amerikaner, 11-mal so hohe Rüstungsausgaben wie die Russen haben. 11-mal. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, kann auch nicht alles karitativ gemeint sein, was da für Rüstung ausgegeben wird. Letzter Punkt zu den Themen, was ist zwischen uns oder was läuft zwischen uns schief, ist vielleicht manchen zu persönlich oder zu privat, ich sage es trotzdem, weil ich finde, es geht um Gedenkpolitik, es geht um Erinnerungspolitik, und ich bin der festen Überzeugung, dass Zukunft Herkunft braucht, und wenn man das Erinnern nicht in die Reihe kriegt, dann wird auch Gegenwart und Zukunft nicht vernünftig gestaltbar sein. Und ich sage es mal an einem anderen Beispiel, was mich dabei bewegt, und das bewegt mich gründlich. Und dieses Jahr, 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion, noch mehr als sonst. Ich bin dafür in einem Ehrenamt Vorsitzender, Kuratoriumsvorsitzender des Johannes-Hau-Zentrums in Minsk sein. Im Moment haben wir es relativ schwer, aus den bekannten Gründen in Weißrussland. Wir machen dort seit 25 Jahren Sozialpolitik, haben dort eine große Niederlassung, helfen auch bei der Umweltgesetzgebung mit, machen aber auch sehr viel Gedenkpolitik, betreiben im ältesten jüdischen Haus im ehemaligen Ghetto eine Geschichtswerkstatt, haben das drittgrößte Vernichtungslager Adolf Hitlers aus der Vergessenheit geholt und zur Gedenkstätte aufgebaut, Mali Trostenetz. Und waren dort unterwegs zu einer Gedenkreise zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Und damals kamen wir abends wieder zurück nach Minsk, saßen mit unseren belarussischen Freunden zusammen, und dann liefen die Fernsehnachrichten drüber, und da kam, dass Angela Merkel und Jochen Gauck, damals unser Bundespräsident, in Oberdour-sur-Glane waren in Frankreich, der Ort der Franzosen, weil dort die Waffen-SS gehaust hat, und wegen Resistanzverdacht hat sie diesen Ort dem Erdboden gleich. Da haben die Weißrussen sich das nachdenklich angeschaut und gesagt, wir finden das völlig in Ordnung, dass eure beiden höchsten Repräsentanten an so einem Tag dort Grenzen hinterlegen. Aber wir haben 629 Orte nur in dem kleinen Belarus, ohne Ukraine, ohne Russland, die genau dasselbe Schicksal erlitten haben wie Oradour. Kein Mensch von euch kennt den Namen, und nie ist jemand da gewesen. Niemals. Dann kam die Frage, die mich beschäftigt. Habt ihr eigentlich Opfer erster und Opfer zweiter Klasse? Oder wie ist es bei euch?
Diese Frage ist auch bis heute für mich noch nicht abschließend beantwortet. Wenn Sie heute sich medial anschauen, es nimmt übrigens jedes Jahr zu, was zum Jahrestag der Eröffnung der zweiten Front abgeht, die Front in der Normandiebucht, im Juni 1944, dann können Sie zunehmend das Gefühl kriegen, dass dort der Zweite Weltkrieg entschieden wurde, im Juni 1944. Da wird dann vergessen, dass es die Schlacht vor Moskau gab, dass es 1942 die Schlacht vor Stalingrad gab, dass es, was übrigens kein Militärhistoriker beschreibt, im Sommer 1943 die weltgrößte Panzerschlacht bei Kursk den Zweiten Weltkrieg entschieden. Und Churchill Anfang 1944 gesagt hat, wir müssen jetzt bald die zweite Front eröffnen, sonst gewinnen die Russen den Weltkrieg noch alleine. Diese Rolle will man langsam wegdrücken. Und für mich war so ein Höhepunkt, auch in Deutschland, auch hier bei uns, dass der Bundestagspräsident Schäuble den Antrag von einigen Bundestagsabgeordneten verweigert hat, eine Gedenkstunde zum 80. Jahrestag des Beginns des schlimmsten Vernichtungskrieges in der Weltgeschichte. Er hat gesagt, kein Anlass, machen wir nicht. War nicht unerhört, bestätigt aber diese Frage, was habt ihr eigentlich für eine Wahrnehmung? Ich war sehr, sehr froh, ich trage die übrigens jetzt immer mit mir rum, mit Tönnies, ist die Rede, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am selben Tag nach Karlshorst gegangen ist. Karlshorst war ja die Stätte, wo die Kapitulationsurkunde unterschrieben wurde. Und in seiner Rede, endlich, würde das fast auf einen Rang stellen wie die Rede von Richard von Weizsäcker 1985, wo er zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte von Befreiung und nicht nur von Kapitulation gesprochen hat, Befreiung vom Faschismus. Frank Steinmeier hat zwei Dinge in seiner Rede ganz deutlich gesagt, nämlich, dass wir der Opfer im Osten noch längst nicht angemessen gedenken, dass wir noch keine richtige Art und Weise gefunden haben, diese für polnische Opfer, aber noch mehr für die weiterrechtlich, für die 27 Millionen Toten des Sowjetunionfeldzuges zu. Und er hat ohne Wenn und Aber gesagt, die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges hat niemand anders getragen als die Rote Armee. Punkt. Dass man sowas aber schon wieder sagen muss, das historisch übrigens lesen, die Reden von Roosevelt und Churchill, die haben da nie Zweifel dran gelassen. Rote Armee hat die größten Opfer gebracht und hat diesen Krieg entschieden, aber wir sind inzwischen schon wieder so weit, dass wir darüber reden müssen. Gut, ich belasse es jetzt mal dabei. Wenn wir rauskommen wollen aus dieser Misere, und das ist ja das eigentliche Ziel, dann kann man sich mal umdrehen und kurz in die Geschichte gucken. Geschichte wiederholt sich nicht, als Farce haben wir ja alles gelernt, aber lernen darf man aus Geschichte. Und wenn ich vorhin von Egon Bahr erzählt habe, dann wird es sich nicht wundern, dass er dabei vorkommt. Für mich sind die Kernjahre politischen Mutes, politischer Weitsicht und politischer Klugheit die Jahre 68 bis 70. 1968 hat die Sowjetunion brutalstmöglich die vielleicht einzige wirkliche Hoffnung, dass der Sozialismus ein Modell sein kann für gesellschaftliches Zusammenleben, in Prag entworfen, als Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Hat die Sowjetunion der Warschauer Pakt brutal am 21. August und Folgewochen am Ende gesetzt. Und damals waren natürlich Willy Brandt und Egon Bahr auch in einem totalen Dilemma und wussten nicht, wie gehen wir jetzt um. Heute wäre die Antwort klar, Sanktionen und noch eine Sanktion und noch eine drauf. Wir haben damals, Willy Brandt hat das so schön beschrieben, indem er gesagt hat, es gibt Momente in der Politik, die muss man spüren, die kann man nicht unbedingt wissen, die muss man spüren, da muss man sein Herz in beide Hände nehmen und über die Hürde gehen. Das muss man sich mal unter heutigen Bedingungen vorstellen. Wenige Monate nach diesem brutalen Ende des Experiments in Prag, mit vielen Toten, ist Egon Bahr nach Moskau gefahren und hat die Hand ausgestreckt, praktisch eine antizyklische, eine paradoxe Handlung. Kurz danach haben sie die Verhandlungen für den Grundlagenvertrag Deutschland-Sowjetunion bekommen. Kurz danach haben sie die Vorbereitung der Helsinki-Konferenz, die erste Konferenz, die den Frieden in Europa, die dem Frieden einen gewissen Status gegeben hat und ihn sicher gemacht hat und die letztlich der auslösende Faktor dafür war, dass 15 Jahre später die Mauer gefallen ist. Alles können wir nachvollziehen auf Helsinki zurück. Die Entscheidung haben die damals getroffen. Wenn ich gesagt habe, mutig, Willy Brandt, in den
in vielen Medien der Bundesrepublik zerrissen worden. Vaterlandsverräter waren die Überschriften in der Bild-Zeitung. Und Egon Bahr hat gesagt, er musste durch, wenn du überzeugt bist. Wir waren davon überzeugt, dass das den Frieden in Europa sicher macht. Und er hat dieses schöne politische Modell damals entwickelt, Wandel durch Annäherung. Gesagt, die Russen, meine damals ja noch viel mehr als heute, sind überhaupt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber wir kriegen sie nicht anders, wenn wir nicht ein neues Politikmodell entwerfen. Und das war eben ein Wandel durch Annäherung. Und letztlich war es historisch gesehen erfolgreich. Wir haben es heute umgedreht, diese drei Worte. Völlig anderes Modell. Und gesagt, erst müsst ihr euch wandeln, dann nähern wir uns an. Und war damals umgekehrt gesagt, wir nähern uns an. Und durch unser gutes Beispiel, ich sage das jetzt mal sehr profan, werden wir schon Stück für Stück wandeln. Und wie gesagt, er hat es hingekriegt und hat den Frieden in Europa damit sich verdammt. Und meine Damen und Herren, wenn Angela Merkel recht hat, und da hat sie völlig recht, bin ja übrigens durchaus sehr verbunden, nicht nur, weil wir beide in der Uckermark mehr oder weniger leben, was ja auch ein Stück verbindet, sondern weil sie bei allen Unterschieden, da habe ich auch viel Dissens mit ihr, eins nie gemacht hat, den Kontakt zu Herrn Putin nie abreißen lassen. Immer und immer wieder. Solche Abkommen wie Minsk sind mit auf ihr Mist gewachsen. Ohne sie wäre der Krieg eingedämmt worden aus der Ukraine, wäre ohne sie nie gegangen. Und sie hat in Moskau neulich formuliert, dass es kein Problem auf dieser Welt gibt, was Relevanz hat. Flüchtlingsbewegungen, Terrorabwehr, Klimawandel, Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten, 6-7 Probleme. Er hat gesagt, keins dieser Probleme werden wir ohne oder gegen Russland lösen können. Wenn das aber so ist, und ich glaube, das ist so, dann sollten wir uns endlich bequemen, würde ich mal fast sagen, uns anzustrengen, wie man da wieder zu einem Minimum, damals im Kalten Krieg hieß das friedliche Koexistenz. Das war weder Freundschaft noch sonst irgendwas. Das hieß nur, wir haben ein paar gemeinsame Interessen, die formulieren wir und dabei wollen wir den Frieden ein Stück sicherer machen. Es gab damals das erste Erdgas-Röhrengeschäft, was die Russen und die Deutschen übrigens seinerzeit schon Anfang der 70er Jahre gegen den Widerstand der USA, weil es unser Interesse war, gemacht haben. Und sowas würde ich mir heute wünschen. Und dann müssen wir jetzt aber mal den besagten Schritt zurückgehen und uns auf eines besinnen, weil ohne den wird nichts was werden, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das ist die Berücksichtigung des Wunsches nach einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur. Übrigens, da wird dann gesagt, die Russen haben da überzogene Ansprüche und dass die alles als Sicherheitsgürtel haben wollen und so weiter. Ja, das kann sein. Aber da hat der 22. Juni 1941, an dem wir großen Anteil haben, auch eine Rolle gespielt. Sie gesagt haben, sowas nie wieder. Nie wieder, dass sie fast verloren haben. Standen ja, die Deutschen standen ja schon vor Moskau. Sowas wollen sie halt nie wieder erleben. Lassen Sie mich noch, und dann bin ich auch am Ende, sagen, warum glaube ich, dass wir, ich hatte es ja eingangs gesagt, dass wir uns brauchen. Wenn man sich mal mittel- und langfristig unseren Globus anschaut, dann sieht man, dass da zwei Prozesse im Gang sind, die auch, glaube ich, so schnell nicht enden werden und der eine ist sowieso nicht mehr aufzuhalten. Der eine besteht darin, dass sich ein neues wirtschaftliches Zentrum auf der Welt ausbildet. Das wird China und Umgebung sein. Japan, Korea, Vietnam. Hungrige Gesellschaften, ein Tempo, ein Entwicklungstempo, wo wir nicht mal annähernd dagegen sind, wir wirklich schon ein bisschen altersschwach. Die werden das wirtschaftliche Zentrum sein. Die Amerikaner haben das längst erkannt. Und zwar nicht erst Trump. Obama hat eine berühmte Rede in Australien gehalten, in seinem vorletzten Regierungsjahr. Und hat gesagt, wir drehen uns jetzt um. So gemeint, weg vom atlantischen Raum, hin zum pazifischen Raum. Unser Spielfeld wird für die Zukunft der Pazifik werden. Trump hat das noch stärker gemacht und jetzt Joe Biden verlegt ja seine halbe Armee schon dahin. Übrigens, wir sind auch schon dabei. Fregatte Bayern fährt schon jetzt fleißig im chinesischen Meer mit rum und aus verbündeten Gründen. Ich sehe da da wird sich ganz, ganz viel tun. Das ist der eine Pol, der sich ausbildet. Der zweite Pol werden die USA bleiben, sie werden militärisch mit Sicherheit noch stärker werden und die Finanzströme, die werden nicht mehr in dieser Unbedingtheit und Absolutheit über die Wall Street laufen wie heute, da tut sich was. Aber noch lange werden die wesentlichen Finanzströme der Welt über die USA gehen. Und bei diesen beiden Entwicklungen bleibt eine Frage offen.
Und die Frage lautet, wird es einen dritten Pol auf dieser Welt geben? Den Puzzle hören wir dann, na klar, das sind wir. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Weil, mal angenommen, wir bewältigen oder wir schaffen es, den Weg jetzt hinzugehen zur Eindämmung des Klimawandels. Und dann wird weniger Gas und Öl gebraucht. Nicht keins, man braucht sich ja nur die Gaspreise jetzt gerade angucken, aber vielleicht mal in 10, 20 Jahren. Aber was wir auf jeden Fall brauchen werden, für die unheimlichen entstehenden Batterieindustrien, für die Wasserstoffwirtschaft, für vieles andere, wir werden andere Rohstoffe brauchen, die wir so gut wie nicht haben. Wir haben ein bisschen Lithium im Weinkram liegen, weil das abbauen können, wird sich noch zeigen. Die Russen haben das im Überfluss. Und wer das längst entdeckt hat, sind die Chinesen. Die kaufen sich durch Sibirien durch, mit Schürfrechten, mit Bergwerken, langsam auf Europa zu. Und ich halte es für fatal, dass wir zuschauen, wie Russland Stück für Stück in chinesische Hände fällt. Wir lassen es ja gar nicht zu. Die russischen Außenpolitiker sagen, wenn ihr uns nicht wollt, wo müssen wir ja? So ungefähr. Irgendwie gibt es da keine Liebe zu China. Das sind die Sachzwecke. Viele wussten hier gar nicht, dass zwischen China und Russland überhaupt keine Versorgungsleitung gab. Jetzt werden sie gebaut. Alles Mögliche an Gas und Öl wird alles gebaut zwischen China und Russland. Und irgendwann sind sie weg. Und wir sitzen dann hier ganz alleine. Schauen Sie mal auf den Globus, wie klein Europa eigentlich ist der. Der europäische Teil Russlands ist größer als die ganze Europäische Union. Und wir haben dann nur noch unsere amerikanischen Freunde. Und sie erleben jetzt während der Gaskrise, da wird ja mal gesagt, Putin müsste uns mal billiger Gas liefern. Es hieß ja immer, wir brauchen das Russengas gar nicht mehr, weil die Amerikaner kommen mit den LNG-Frachtern, mit dem Flüssiggas und nehmen das in Wilhelmshaven an und dann haben wir Gas. Die Flüssiggasfrachter der USA fahren auf den Weltmeeren. Die fahren nur an uns vorbei und fahren mit einer Maschine, weil China mehr zahlt. Manche von Ihnen werden vielleicht das U-Boot-Geschäft mitgekriegt haben, wie knallhart Amerikaner da reagieren. Die Franzosen hatten den Vertrag bis vor wenigen Wochen mit Australien für 50 Milliarden. Dass französische Staatsbetriebe die U-Boote für Australien bauen. Dann sind die Amerikaner gekommen und haben gesagt, das finden wir aber erstens gar nicht gut und zweitens würden wir das Geschäft gerne machen. Der australische Ministerpräsident die Franzosen im Regen stehen lassen. Die haben sogar das gab es noch nie zwischen NATO-Partnern, ihren Botschafter dann nach Paris zurückgeholt, weil das unerhört fand. Ich sage damit nur, man sollte sich nicht zu sehr immer nur auf einen verlassen. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir gut daran täten, einen Weg zu Russland wieder zu suchen. Wie gesagt, friedliche Koexistenz würde mir schon reichen. Und gemeinsame Interessen zu finden und zu definieren. Ich bin jetzt die nächsten Tage in Moskau. Wir machen dort unsere außenpolitische Konferenz. Da wollen wir genau über sowas reden, wo es gemeinsame Interessen gibt. Und beim Klimawandel, bei der Bewältigung des Klimawandels, gibt es sehr viele gemeinsame Interessen. Allerletzter Satz. Ivan Mahler hat uns mitgegeben, kurz vor seinem Tode, unsere Werte, die wir hier in Europa leben, sind mit die besten Werte, die man sich vorstellen kann. Offene Gesellschaften, freie Gesellschaften. Die sollten wir auch verteidigen. Es gibt einen einzigen Wert, den wir politisch immer berücksichtigen sollen. Der steht selbst über unseren Wert. Und das ist der Erhalt des Friedens. Wenn wir das nämlich nicht hinkriegen, dann sind unsere Werte am nächsten Tag. Das sollten wir nicht vergessen und uns darum bemühen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Thank you.